Aber das sind wirklich bezeichnende Bilder. Sie können sich vorstellen, was die Spieler heute leisten müssen. Und die der Bundesrepublik Deutschland haben ja in Düsseldorf erst solche Strapazen hinter sich bringen müssen. Damit ist die Weltmeisterschaft sicher um eine Attraktion reicher, meine Damen und Herren. Mit der Feuerwehr haben wir nicht gerechnet.